Hallo liebe Spirit-Kristall-Freunde. Ja, ich möchte euch heute das einfachste Frühbeet der Welt zeigen. Das da hinten. Dieses Frühbeet haben wir voriges Jahr angelegt. Und die Vorteile von einem Frühbeet sind, glaube ich, selbsterklärend. Es ist schneller warm drin hinter dem Glas oder hinter der Folie. Und dadurch wachsen die Pflanzen natürlich schneller und sind auch frostsicher. Weil der Frost geht meistens oben drüber übers Frühbeet, aber eben nicht hinein. Ja, und deswegen Frühbeete haben sich seit ewigen Zeiten bewährt. Und auch wir verwenden natürlich dann ein Frühbeet. Ja, und was haben wir denn da? Wie haben wir das denn gemacht? Grundlegend besteht es aus 4 verschiedenen Teilen. Oder du brauchst 4 Sachen dafür. Du brauchst alte Fenster, die bekommst du geschenkt im Internet. Brauchst du nur schauen, alte Fenster werden die ganze Zeit verschenkt. Dann brauchst du ein großes langes Brett für hinten und vielleicht Bretter, kleine Bretter dazwischen und vielleicht noch ein paar Ziegelsteine, muss aber nicht sein. Und dann brauchst du eine Schaufel und ein paar Muckis. Und dann geht's los. Ja, und ich zeige dir jetzt einmal dieses Frühbeet, wie das aufgebaut ist. Du siehst, ich habe hier ganz einfach nur die Fenster auf eine Reihe Ziegel gelegt und hinten liegen die Fenster auf einem Brett auf. Und innen drin ist ein Frühbeet. So, wie funktioniert das? Ich mache das jetzt einmal auf, um es zu zeigen. Warum habe ich mich überhaupt für diese Variante entschieden, gell? Es hätte ja viele Varianten. Wir wohnen hier nur zur Miete. Das bedeutet, es gehört uns nicht. Und wenn es uns nicht mehr gefällt, dann ziehen wir einfach weiter. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir stecken jetzt da nicht viel Geld rein. Wenn es mir gehören würde, würde ich das mit Beton betonieren. Ja, so, jetzt mache ich das einfach einmal auf. Und du siehst, das Fenster lege ich jetzt einfach auf die Seite. Zack. Fuß drauf, hochziehen, ein bisschen hinterziehen. So, und das, was das Frühbeet so einfach macht, ist folgendes. Du gehst einfach her, wählst einmal von der Lage her Richtung Süden ausgerichtet, gell? Und dann gehst du her und stichst einmal das Gras runter. Und alles, was du runterstichst, hebst du hoch, back, und legst auf diese Seite. Das heißt, dieser Hügel, der da ist, das ist einfach nur die Grasnarben, die ich da rausgenommen habe. Die haben wir da hinten aufgeschlichtet und haben einfach ein Brett drüber gelegt, damit der Regen die Erde nicht wegwäscht. Okay, und dann habe ich da einfach ein paar Bretter dazwischen gelegt, genau wo dort, wo die Fenster aufliegen. Und dann haben wir da ausgegraben. Wir haben ungefähr 30, 40 cm tief runtergegraben und dann haben wir die Erde aufgelockert, mit Kompost vermischt, Urgesteinsmehl rein, effektive Mikroorganismen rein, Agnihotra-Asche rein, Spiritkristallwasser rein, unseren Segen rein, einmal damit meditiert mit dem Feld. Ja, und dann geht es eigentlich schon los. Ich zeige euch jetzt an, was wir da drin schon alles angebaut haben. Dieser Mangold, der ist noch vom vorigen Jahr, der ist jetzt gerade wiedergekommen. Auf dieser Seite haben wir einen Schnittlauch, der ist auch vom vorigen Jahr und ihr seht, wie hoch der schon ist. Es ist jetzt gerade der 27. März, gell? Und der Schnittlauch ist schon bald 12, 13 cm hoch. So, und was haben wir da gemacht? Wir haben da Spinat eingesät. Oh, das ist ein Brennnessel. Die hole ich jetzt gleich raus, gell? Weil die Brennnessel ist zwar wunderbar, aber nicht im Frühbeet. So, raus damit. Okay, das heißt, da kommt überall Spinat. Den haben wir da überall eingesät. Der ist schon wunderbar geschossen. Dann hier haben wir Butterhäupel. Und auch Spinat, das heißt, wenn der Butterhäupel draußen ist, dann bleibt da einfach der Spinat übrig. Der bleibt dann noch länger drin. Und dann haben wir auf dieser Seite Feld,
Salat reingegeben und Grazer Krauthäupel. Man sieht, der wächst auch ganz gut. Oh, das sind Fraßspuren. Ah, da kommt eine Blume oder eine Zwiebel. Irgendwas kommt da. Aber was soll das sein? Ist es der Salat? Ich hoffe schon, dass das der Feldsalat ist. Ich erkenne nicht. Schreibt mir das vielleicht in die Kommentare, ob das junger Feldsalat ist. Gell? Ja. Was haben wir da? Grazer Krauthäupel. Okay. So, genau. Und so ist ganz einfach. Du nimmst einfach das Gras von da innen, machst da hinten einen Aufbau, damit du das die Scheiben dann eben schräg stellen kannst. Und das war's eigentlich. Ja. Und jetzt werde ich das Frühbeet einfach gießen und wieder verschließen, damit es da drin schön warm bleibt. So. Jetzt zeige ich euch, wie man dieses ganz einfache Frühbeet einfach wieder zumacht. Ja? Also, man nehme das Fenster, stelle es hin, tue den Fuß unten dazu und das einfach wieder runterlassen. Ja, also, das ist unser einfaches Frühbeet. Wenn du auch eine ähnliche Konstruktion hast oder eine andere Konstruktion, die ähnlich einfach, günstig, wie auch immer ist, bitte schreib's in die Kommentare, like das Video, wenn du möchtest, oder besuch mich auf der www.pugelnick.at, um mehr Informationen über die Spiritkristalle und über meine spirituelle Arbeit zu bekommen. Ja, und sonst viel Spaß mit meinen Videos und viel Spaß im Spiritkristall-Gartenjahr. Also dann sei gesegnet und fühl dich unendlich geliebt. Dein Waldguru Robert Pugelnick. Ciao!